Hallo zusammen, es ist Freitagabend, wir haben den 23. April und es ist 17.33 Uhr. Der DAX befindet sich noch in der Schlussauktion von Xetra. Vor euch liegt der Wochenchart, eine Kerze, eine Woche. Ich habe jetzt hier mal für diejenigen, die da drauf schauen, hier diesen Trend hier eingezeichnet, so wie ich ihn einzeichne. Ich gucke da selbst nicht so sehr drauf, aber ich verlasse euch das natürlich gerne mal anschauen. Was mir bei der Woche auffällt, ist, wir sind jetzt hier die siebte Woche hintereinander am oberen Band. Wir kleben da dran. Es ist keine schöne Wochenkerze, es ist eine schwarze Wochenkerze. Nicht so toll. Aber wir bekommen hier ein erstes vorsichtiges Verkaufssignal über das MACD. Ich brauche noch ein weiter kleineres Histogramm, was dann bedeutet, dass die beiden Linien zusammengehen. Noch sind wir überkauft in der Stochastik. Soll sagen, wenn die nächste Woche und damit die letzte im April vor dem bösen, bösen Börsenmonat Mai, ich glaube, das war Mark Twain, der da gesagt hat, sell in May and go away. But remember to come back in September. Ich glaube, so geht er. Dann muss ich davon ausgehen, dass wir hier Verkaufssignale kriegen, wenn er kein weiteres neues Hoch macht. Dass er diese Gefahr hier vermeidet oder das Risiko rausnimmt. Ich muss allerdings ehrlich sagen, das hier ist eine 6-Monats-Phase von der 11.400 hoch bis 15.500. Das ist eine relativ lange Zeit und irgendwann hat er jedes Recht zu atmen und ich gehe eigentlich davon aus, dass wir auf Sicht von 4 bis 6 Wochen eher uns mit der 20-Wochen-Linie beschäftigen. Die liegt heute hier und jetzt bei 14.202 und steigt pro Woche um 120 Punkte an. Also da haben wir schon noch Zeit, also die wird dann noch ein bisschen weiter steigen. Das wird auch nicht nächste Woche passieren, aber die Wochensicht gefällt mir nicht. Gehen wir mal auf den Tag. So, es gibt Momente, das sind meistens so 4, 5 Tage im Jahr, wo der DAX mir gar nichts sagt. Wo ich wirklich überhaupt nichts mit anfangen kann. Das war jetzt Donnerstag und Freitag so. Am Mittwochfilm hatte ich gesagt, wir sind aufgesetzt auf die 20-Tage-Linie. Und ein Rückschlagspotenzial ist die 15.345. Das haben wir dann gestern Abend irgendwann ungefähr gesehen. Ich bin da mit dem Putz um 1 Cent ausgefallen, ganz besonders toll. Aber gut, das passiert, es gehört dazu. Da sind wir hoch und dann auch gleich wieder runter. Was mir auf den ersten Blick auffällt, ist zum einen, die Bänder werden enger. Unteres kommt hoch, oberes kommt runter. Heißt für mich weiter seitwärts. Dann, wir haben innerhalb kürzester Zeit die 20-Tage-Linie nochmals touchiert. Der hat es also jetzt hier nicht als Sprungbrett benutzt, um zu weiteren Höhen zu gehen, sondern ja, er lahmt hier eben an diesem 50er-Retracement und setzt heute da schon wieder auf. Das ist eigentlich nicht so schön, aber es ist noch kein Verkaufssignal an sich. Ja, auch wenn jetzt die jetzige Kerze, dann ist das schon der Schlusskurs, genau 15.279,62, auch wenn die jetzige heutige Kerze weiß ist. Das hier, damit kann ich gar nichts anfangen. Lang, kurz, lang. Also das MACD gibt überhaupt kein Signal momentan, ist aber auch nicht verwunderlich, weil wir sind in der Seitwärtsphase. Die Stochastik gilt bei mir als neutral, das hier ist kein Signal. Wir waren nicht unter der 20, wir waren nicht über der 80, da ist momentan gar nichts, da muss ich nicht dabei sein. Also ich habe hier kein griffiges Signal und das muss ich einfach so hinnehmen. Ich kann mir hier versuchen, irgendwie eins einzureden, indem ich in den Chart reinspringe und zoome den auf und ziehe nach links und rechts und mache ihn größer. Das ist nicht wirklich von Erfolg gekrönt. Also ich werde wahrscheinlich Montag, Dienstag erstmal gar nichts machen. Ich brauche hier mehr Signale, sonst reicht mir das nicht. Das ist für mich hier alles neutral, sei es Technik, sei es Chart, sei es Trends. Ich finde da nichts. Ich habe euch jetzt trotzdem mal ein paar Scheine mitgebracht. Wobei ihr wissen müsst, dass in der nächsten Woche, die kann wirklich super spannend werden. Ja. Deutsche Bank kommt mit Zahlen, BASF, ich meine Lufthansa auch. Und Amerika geht es richtig rund. Tesla, Microsoft, Alphabet, Apple, Facebook. Da habe ich jetzt bestimmt noch 1, 2, 3 große vergessen. Also die nächste Woche wird nachrichtentechnisch sehr interessant. Wie dem auch sei, ich habe hier das 61er Retracement von dieser ganzen Bewegung. Das ist hier bei 11.835. Das ist irgendwie noch so ein Punkt auf meiner Liste. Deswegen gehe ich da drunter mit einem Call. 14.772. Das ist die GH4A3X. Ich kann den momentan noch nicht kaufen. Ich kann Montag, Dienstag, am besten gehe ich weg. Ja, sonst werde ich hier noch zu irgendwas verleitet. Der liegt also hier drunter. Und
Ich muss damit einfach warten. Ich möchte auch nicht zu nah dran gehen. Wenn da irgendeiner kommt mit wilden Zahlen, dann haut es den mal nach unten oder nach oben. Da muss man höllisch aufpassen. Das ist also der Schein 14.772 seitens des Calls. Den Put kann ich ein bisschen näher dran legen, aber da muss ich auch hinter das obere Band gehen, hinter die 15.600. Und ich möchte auch nicht zu nah dran sein. Das bietet sich hier an, das ist ein 31er Hebel, 15.753. Das ist die GH4BU1. Der käme schon eher in Betracht, und zwar in dem Moment, in dem wir nicht nur die 20-Tage-Linie im Schlusskurs unterbieten, sondern auch dieses Tief, was wir hatten vom, das war Mittwoch, ja, also unter 15.080. Wenn wir da schließen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass wir in diesem Bereich hier runtergehen. Wir haben noch ein großes Gap bei 14.817, das ist also in der Nähe von dem 61er, und danach geht es erst weiter bei 14.621. Ich halte nach wie vor den Markt für limitiert, aber ich habe noch keinen Beweis für irgendein Verkaufssignal. Da muss ich einfach warten. Ja, das ist manchmal so. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Hoch die Hände. Happy Trading, fette Beute. Alles Gute. Bye bye, ciao.